sagt, dass er optimierbar ist. Das heißt, das ist schon mal eine sehr gute Nachricht für Sie. Ich denke, Sie freuen sich darüber, oder? Diese Frage stellt man nicht, der kann Nein sagen. Ja, ja, natürlich. Da werden wir eine Menge Ersparnis haben. Das ist der Unterschied, warum ich 200.000 mit dem Job kriege und andere nicht. Mach du drüben weiter. Ja, ganz kurz. Ja, es sieht folgendermaßen aus. Zweimal die Situation hier. Ich habe gerade eben Ihnen eine E-Mail zugeschickt. Ja, da sehen Sie das Auftragsmandat. Können Sie da mal reinschauen? Ist das möglich gerade bei Ihnen? Er hat zweimal die Situation ermöglicht, dass der Kunde ihn finden kann. Wenn einer zu mir sagt, ich bin Profi, sage ich, halten Sie die Schnauze, erzählen Sie mir nicht, dass Sie Profi sind, zeigen Sie, dass Sie Profi sind. So, zweitens, folgendermaßen. Ein Verkäufer stellt nur Fragen, deren Antwort er kennt. In dem Augenblick, wo er sagt, Sie freuen sich doch darüber, oder? Kann der Kunde immer Nein sagen. Und dann ist das Gespräch beendet. Er gibt den Leuten so viele Elfmeter, das Gespräch ist eine Katastrophe. Das Schlimme ist, er verdient trotzdem 3.000 Euro. Nicht, weil er gut ist, sondern weil der Job so einfach ist. Und weil er fleißig ist. Ne? Ich habe ja im Januar angefangen, ja mitzuverdient, bis zum letzten Monat. Ne? Aber dafür habe ich im letzten Monat ordentlich verdient. Ihr müsst fleißig sein, ansonsten geht das nicht. Also Fleiß ist die Grundlage von jedem Erfolg. Ja. Profi würde sagen, dann lege ich sofort für Sie los, sagt man nicht. Das sind alles Ghetto-Slangs. Bruder, dann lege ich sofort los. Das erzählt man keinem Arzt. Ja. Man sagt, schicke Ihnen das Mandat, bitte quittieren und einfach retour. Ja? Ich schicke Ihnen das Mandat, quittieren Sie es und bitte einfach zeitnah zurücksenden. Dann lege ich sofort los. Das sind alles Worte, die haben in einem Verkaufsgespräch nichts zu suchen. Nee. Ich habe hier die Dokumente per WhatsApp erhalten, die darf ich übernehmen, wenn das in Ordnung ist. Er macht trotzdem 3.000 Euro. Aber diese Kunden kriegt sowieso jeder. Das sind diese Opferkunden, die wollen ja. Die Leute wollen ja. Ihr seht ja, die Leute wollen es. Entscheidend ist, die Kunden zu bekommen, die auf Kippe sind. Und die kriege ich alle. 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 Ich habe im letzten Monat, Mai, war ich enttäuscht. Mein Monatsziel sind, mein Tagesziel sind 8.500 Euro. Mein Wochenziel sind 42.500 Euro. Mein Monatsziel sind 170.000 Euro. Ich war enttäuscht, weil ich 5.000 Euro an meinem Kopfziel vorbei bin. Mein Ziel 170.000 habe ich sowieso geschafft. Mein Kopfziel sind aber 200.000. Moment. Und ich bin im letzten Monat bei 195 ausgelaufen. Ihr habt recht, wenn ihr so guckt. Wie soll man davon leben? Ja. 195.000 Euro der letzten Monat. Das war der zweitschlechteste Monat des Jahres. Wenn dieser Monat unter 200 ausläuft, ne? Okay. Dann bist du am Arsch. Das ist der Moment. Ich nehme dich auseinander, dass du Bescheid weißt. Weil weißt du, wo wir stehen aktuell? Heute ist der Vivita? Ja, eigentlich passt das schon. Der dritte. Heute ist der dritte? Ja. Weißt du, wo wir stehen? Bei abgepackten 40.000 Euro. Scheiße. Jetzt soll doch von leben, Mann. Scheiße. So, und meine Ausbildung basiert immer darauf, dass sie das Höchstmögliche erreicht. Und hier wird zu viel geschwafelt. Genau. Was er gut macht, er erwähnt immer wieder seinen Namen. Menschen hören immer gerne ihren Namen. Herr Dr. klingt italienisch. Wenn der Italiener ist, frage ich mich, warum streut er keine italienischen Sätze mit ein? Ja? Wenn ich einen türkischen Kunden habe, sage ich ja auch, mein Name ist Schulze Gabrecht. Wären wir Türker Dinan Evlin, Miras Türkische Öreniyorum und die Deutschen rasten voll aus. Geil, die Türken, geil, sie können Türkisch. Miras Yavaş Yavaş Öreniyorum. Und die so, boah, super, ist durch. Ja, das ist alles verkauft. Verstehen Sie eigentlich auch Italienisch? Bello. Signore, mi fa piacere veramente che lei è italiano. Sì, sì, sono Giuseppe Gennari. Siccome è una bellezza per me, siccome che siete il mio primo cliente,
Leute, habt ihr das gerade mitbekommen? Das war's, das war's. Weißt du, was sie gerade gefunden haben? Weißt du, was das gerade war? Eine Brücke. Die haben zusammengefunden. Sympathiepunkte. Ein Verkaufsgespräch basiert, um eine Brücke zu bauen. Ist die Brücke gebaut, ist das Geld verdient. Guck mal, wie süß die Kleine ist. Wie alt ist die, mein Mann? Mama mia. Fast 2 Jahre. Mit 2 Jahren hat mein Sohn schon gearbeitet. Sieh, Junge. Und der Bücher muss das jetzt mit der Ausbildung. So muss das sein. Möchtest du es beantworten? Also es hört sich sehr abgelesen an. Nein. Und Simi, komm mal rein kurz. Nein, das kleine Tochter war gerade interessant. Diciamo, chiama uno dell'Allianz, no? Lui viene, i prezzi, diciamo, lo minimo bis heute im 13-Monat-Grill-Konzept die schlechteste Prüfungsrunde, die ich je erlebt habe. Wenn ich die hinkriege, ne? Dann mache ich aus Nuttenheilige. Geil. Das von auch. Okay, also Leute, das war an Erbärmlichkeit nicht zu überbieten. Wenn es so ein bestehen ist, jetzt genauso machen. Stell nur Fragen der Antwort. Leute, ich bin beim ersten Mal auch durchgefallen. Ne? Das ist normal. Aber wir machen das natürlich auch Spaß. Aber gut, du hast dich behindert. Okay, eine Frage. Wer ist heute das erste Mal? 1, 2, 3, 4. Okay. Für die ist das in Ordnung. Kann passieren. Für den Rest. Ja. Es gibt dafür nur ein Wort. Ihr macht zu wenig. Ich kann das nur wiederholen. Ihr habt mit diesem Job eine Möglichkeit, euer Leben so krank zu verändern. Mama mia. Von über. Ich glaube, ihr wisst es nicht, was es bedeutet. An jedem Ort der Welt arbeiten zu dürfen und am Tag, wir hatten das gestern zum Beispiel, mein portugiesischer Freund Herr Silva, 8.500 Euro verdient, an einem Tag. Ja? Für mich ist ein Monat unter 200.000 Euro mit Optimierung ein Versagermonat. Ich habe einfach den Monat versagt. Es ist wirklich, guck mal, der läuft hier rum. Ja, das Gespräch ist gleich beendet. 3 Mille am Pool, in Badehose. Es ist wirklich einfach, aber ihr müsst lernen, üben. Okay. Ich gebe euch jetzt gerade, die das erste Mal dabei sind, 7 Punkte. Diese 7 Punkte machen einen Top-Verkäufer aus. Am Telefon. Das. Und die bestanden haben, oder die heute nicht das erste Mal dabei sind, trotzdem nicht auf diese Regeln achten. Wir haben einfach kein Paket zu verdienen. Das kann ich mir nicht erklären. Elementare Dinge beim Telefonverkauf. Erstens. Lächeln. Felix, Badet, Ocker, war nicht eure erste Prüfung, aber ich habe keinerlei Lächeln gehört. Nichts, man hört das aus der Stimme. War einfach nichts. Felix hat geredet. Bitte? Ich habe es nicht gehört. Kann auch sein, dass ich dich verwechsel. Sorry. Bei Felix weiß ich, einen Reifen aufzupumpen, erzeugt mehr Lächeln, als jemandem Verkauf zuzuhören. Zweitens, wichtig, rhetorische Fragen stellen.
Ihr redet einfach, ihr lest einfach ab, redet eure Leier runter. Funktioniert nicht. Wie geht's Ihnen? Was machen Sie? Wie läuft der Tag? Wie war die Woche? Ja, einfach drauf eingehen. Man googelt Kunden vorher und kann dann rhetorische Fragen stellen. Das redet für Sie. Wir wollen keinen Lebenslauf. Der nächste, weiter, jalla. Zweitens, rhetorische Fragen. Drittens, situative Fragen. Aus einer rhetorischen Frage, sind Sie verheiratet? Ja, da gibt es ja eine situative Frage. Oh, freut mich, wie lange denn? Wie heißt sie denn? Haben Sie Bastarde? Klasse. Wie viel? Zwei? Super. Ich auch. Viertens, WPA. Worte persönlicher Anerkennung. Ja, ich habe es dem Tim in den letzten Stunden von vorn bis hinten besorgt. Mit WPA. Worte persönlicher Anerkennung. Wenn der Tim mich auf der Straße sehen würde, würde er lächeln und würde sagen, sympathisch. Fünftens. Umberto Sachser. Sachser mit Doppel-X. Umberto Sachser. Bei Anruf Erfolg, mein erstes Buch zum Telefonverkauf. Hab viel von ihm gelernt. Geht auf YouTube. Gebt bei YouTube Umberto Sachser Rhetorik ein. Ihr werdet positiv überrascht sein. Der zweite bei YouTube Rhetorik. Immer Rhetorik eingeben. Nikolaus B. Enkelmann. Ein deutscher Unternehmer, Verkäufer, der seinesgleichen sucht. Ja, gibt viel Dreck, was da rumläuft in Deutschland, die sich alle Coaches nennen. Nikolaus B. Enkelmann ist der Wahnsinn. Ich habe persönlich von ihm sehr, sehr viel lernen dürfen. Leider lebt diese Koryphäe nicht mehr. Ich sage, was ich denke und ich tue, was ich sage. Stammt aus seinem Hirn. Eine Maschine. Und der vierte ist Mehmet Eagle. Müsst ihr auch trotzdem. Erster Beweis. Auch ohne Hirn kannst du in zwei Jahren Millionär werden. Gestern Abend auf dem Weg von meiner Mutter hierher haben im Auto wirklich geredet. Und die haben alle gesagt, wie krass du bist, deine Stimme, wie gut du verkaufen kannst. Ich habe gesagt, er gehört zu den 20, 30 von ungefähr 500 beim Göker-Konzept, 30 würde ich sagen, wo ich sofort in der ersten Sekunde am Telefon dachte, wow, was eine Stimme, was ein Talent, was ein Spaß. Arbeitet für 3.000 Euro im Monat, ja, für so eine Behindertenfirma. Und in diesen Menschen steckt so viel, so viel. Und von ihm gibt es auch die ganze Latte von meiner Sorte auch. Die einfach für 3.000 Euro arbeiten und nicht zufrieden sind. Aber sagen, okay, besser 3 Mille als nichts. Ja, darüber haben wir gestern geredet. Und wenn du es einfach durchziehst, was du nicht tust, du bist alles, aber nicht fleißig. 80% deiner Tageszeit telefonierst du hier nicht. Ja? Frank habe ich oft auseinandergenommen und Frank ist fleißiger als ihr alle. Der Unterschied, warum der Frank schon 500er ist und du nicht, ist einfach nur der Fleiß. Da kommt bei dir viel zu wenig rum. Wenn der Frank hier wäre und ich und wir haben einen normalen Arbeitstag, nur am Telefon, nur. Ja? Und du hast so viel, du hast wirklich die Chance, 700.000, 800.000 Euro zu verdienen, weil du bist eine Gottesmaschine. Ja, und du bist, wie alt bist du? 25. Das ist ja, ich weiß, mit 25 denken alle, ja, ich bin geiler. Mit 25, das sind Kinder. Wenn ich heute ein Fußballspiel sehe, das sind alles Kinder, die da drauf rumlaufen. Ja? Mit 18, 20, 25, das sind Kinder. Keine Ahnung vom Leben. Aber das Geile ist, das kommt ja alles. Ich war ja auch 25, ein Kind.
Ja, mit 27 ein Kind. Ich weiß, dass man mit 27 denkt, man ist erwachsen, weil man Auto fahren darf, Alkohol bestellen darf, nach Las Vegas fliegen darf. Trotzdem ist man ein Kind. Ja? Das kommt alles erst später mit der Erfahrung. Und du musst das jetzt nutzen. Jetzt, jetzt. Das ist so krass, was du an Talent hast. Und das gilt für euch genauso. Ihr könnt, das ist keine Frage, ob ihr das hinbekommt. Ihr werdet alle damit Geld verdienen. Aber ihr müsst euch der Situation einfach bewusst sein, was ihr für eine Chance habt. Ja? Der letzte ist Helmut Schmidt, Bundeskanzler, AD, SPD, Oberbürgermeister Hamburg. Mega. Sechstens. Arrivato, die Mail hat arrivato, glaube ich. Arrivato, glaube ich. Aber wo wir 6. Zeit, wir haben eine Frau gesucht. Nee, der hat selbst einen Tod. Sie ist in die Ecke gegangen, als sie wieder zurückgekommen ist. 6. Empathie. Empathie am Telefon ist das A und O. Empathie besteht aus freundlich, höflich, sachlich. Und das siebte ist, was das alles Entscheidende ist, ich habe mit 20 Defizite gehabt im Verkauf mit 20. Obwohl ich gut war. Ich würde sagen, ich war mit 20 besser als ihr alle hier zusammen. Alle hier. Aber ich habe gedacht, irgendwas fehlt, weil ich habe nicht so viele Abschlüsse gehabt. Habe ich eine Kamera genommen. Damals gab es kein Handy mit Telefon. Habe eine Kamera genommen und habe mein Verkaufsgespräch geübt. Also garantiert 100 Mal. Ich habe eine Woche jeden Tag 3-4 Stunden meine Verkaufsgespräche geübt. Mir ging das auf den Sack. Ich habe zu oft gesagt, ich habe zu schnell gesprochen, zu langsam gesprochen. Dieser Kunde ist safe. Und es ist das, was ich immer sage. 10% haben die über Optimierung gesprochen. 90% spricht jetzt über italienische Kochrezepte. Und ich muss sagen, über Familie. Und siccome che io faccio pure, signor dottore, faccio pure con l'aereo, no? Ogni volta questo test di pizza è una cosa incredibile. Ma sai quanto costa? 90 euro ogni volta. Mit oder ohne Zwiebel? Io ogni volta devo pagare per l'aeroporto. Non mi va di tomatosa. Ma io devo sempre, siccome che lavoro, una volta sono in Germania, una volta sono in Italia per la mia nonna, no? In Italia macchia nulla con tomatosa. Mi fa male vedere la nonna quando, diciamo, è malata. Io sono molto per la mia nonna, no? E poi, quando c'è... Hi Jan, Bruder. Ich drück dich gleich. Wie bist du da auch gekommen, Italienisch zu sprechen? Weil er ganz kurz, also erstens mal habe ich es kurz bei dir gehört, muss ich sagen, ganz ehrlich. Er redet und ich höre, doch. Ja. Und ich sage zu ihm, und er hat so gut Deutsch gesprochen. Während er hier redet, sage ich hier zu dem, sagt, wenn ich schon höre, ich habe einen Türken am Telefon, dann sage ich, Merhaba, Ben Schulze Gabrechte, Biras Türkçe Biliyorum, Benim Hanim Türk. Ja, und alle sagen, boah, Wahnsinn, wie sie in Türkisch reden. Ich sag, warum spricht der Italienisch? In der Sekunde schaltet er auf Italienisch. Und war gut? Mega, der hat sogar 3 Kunden, die er mir sofort weiterempfehlen kann. Wichtig ist, sie einfach reden. Und wenn die eine Stunde reden, je länger er redet, desto sicherer ist der Kunde. Ja, der war nur am Lachen mit mir. Der hat über... Leute, ganz kurz, wenn ihr es wissen möchtet, wir haben vielleicht 2 Minuten über das Mandat gesprochen. Der hat mir gerade über seine ganze Familie alles erzählt. Dass sie in Genova wohnen, dann war er in Taranto bei mir in der Stadt. Was sagt uns das über den Kunden? Oh,
Oh, mein Schatz. Er hat niemanden, der ihm zuhört. Alles gut. Oh, ich hab vermisst. Was? So. Alles gut. Okay, also. So. Danke, Mami Dabi. Das war die Zeremonie. Ich hab mich nicht zu sagen. Also das, ich hab Salat, Japan. Ich hab diesen Dialekt, hab ich gehört. Ja. Weil ich, na komm, ich frag jetzt mal ganz frech, ob es in Ordnung ist. Ne? Giuseppe. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Der Kunde war der Wahnsinn. Ich hab, mach weiter! Ich hab ganz am Anfang, habe ich natürlich Deutsch geredet, vorgestellt, alles klar. Ja, bin ich! Und dann ist ihm ein italienisches Wort rausgegangen, wo ich gesagt habe, wir können das Gespräch auch gerne auf Italienisch machen, wenn es Ihnen recht ist. Ne? Dann habe ich das jetzt auf Italienisch gesagt, jetzt sage ich es nicht, weil ihr nichts versteht. Und dann sagt er, ja, das ist super, danke schön, Herr Gennari. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ja, früher waren es mal 888. Und wir haben 2 Minuten über das Mandat gesprochen, hat nur kurz nach Kosten gefragt und ob es absetzbar ist. Würde? Fertig.